Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten aus einem zerstörten RAID-Array, einem nicht funktionierenden 3-Ware-9650ZR-4L-PML-Controllers wiederherstellen können. RAID-Arrays sind eine effiziente Methode zur sicheren und zuverlässigen Datenspeicherung, da mehrere Festplatten zu einem einzigen logischen Volumen zusammengefasst und die Daten auf sie verteilt werden können. Controller spielen eine Schlüsselrolle beim Aufbau eines RAID-Arrays und bei der Gewährleistung der Dateiintegrität und Verfügbarkeit. Der 3W9650CE4LPML ist eine zuverlässige und weit verbreitete RAID-Lösung. Doch wie jedes andere Gerät kann auch er plötzlich ausfallen. Wenn der Controller nicht mehr funktioniert, führt dies zu einer Reihe schwerwiegender Probleme, vor denen eines der Verlust des Zugriffs auf die Daten im Disk-Array ist. Diese Situation kann äußerst beunruhigend sein, von allem wenn wertvolle oder notwendige Dateien auf dem Array gespeichert sind. Ein Absturz oder Auffall der 3W9650CE4LPML-Controllers kann verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel Hardware-Ausfälle, Controller-Fälle oder physische Schäden. Infolgedessen kann der normale Betrieb des RAID-Arrays unterbrochen werden und Sie müssen mit Unzugänglichkeit und Datenverlust rechnen. Die Wiederherstellung von Daten aus einem ausgefallenen RAID-Array, das von einem 3W9650SE4LPML-Controller verwaltet wird, erfordert spezielle Kenntnisse und Vorhinweise. Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken zu minimieren und die Integrität und Verfügbarkeit Ihrer Daten zu maximieren. Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre wichtigen Daten aus dem RAID herausholen können, wenn der Controller ausfällt. Um zu verstehen, wie RAID funktioniert, werfen wir einen Blick auf den Aufbau eines Arrays auf diesem Modell des 3W9650SE4LPML-Controllers. RAID kann über das BIOS des Controllers erstellt werden. Um in das BIOS des Controllers zu gelangen, drücken Sie beim Button die Tastenkombination Alt plus 3. Daraufhin wird eine Warnung angezeigt, dass eine Änderung des Array-Konfigurations zu einem Überschreiben führen kann. Drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren, wenn Sie Änderungen an der Konfiguration vornehmen oder ein Backup erstellen müssen. Drücken Sie ESC. Um ein neues Array zu erstellen, markieren Sie die Laufwerke mit der Leertaste oder mit Alt plus A, um alle Laufwerke zu markieren, oder drücken Sie dann die Tabulator-Taste, um zur Schaltfläche Einheit erstellen zu gelangen, oder drücken Sie Alt plus C, Enter. Geben Sie im nächsten Schritt den Array-Namen an und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste. Wählen Sie dann den RAID-Level und geben Sie die Blockgröße an. Ändern Sie beim Bedarf auch andere Parameter. Um die Konfiguration der zusätzlichen Parameter zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert. Nachdem Sie alle Parameter festgelegt haben, klicken Sie auf OK. Nach der Initialisierung der Disk ist das RAID betriebsbereit. Um die Konfiguration zu speichern und neu zu starten, drücken Sie F8. Ja. Sehen wir uns nun an, wie man einen nicht funktionierenden Controller ersetzt. Zunächst einmal benötigen Sie genau das gleiche Modell des 3W9650SE4LPML-Controllers. Um ihn zu ersetzen, trennen Sie das System von der Stromversorgung und ziehen Sie alle Kabel ab, die mit dem nicht funktionierenden Controller verbunden sind. Entfernen Sie dann vorsichtig den alten Controller aus dem System und installieren Sie den neuen Controller an seiner Stelle. Achten Sie darauf, dass alle Kabelverbindungen korrekt und sicher hergestellt werden. Es ist auch wichtig, die Reihenfolge der Laufwerkanschlüsse einzuhalten. Schalten Sie das System ein und warten Sie, bis es hochgefahren ist. Geben Sie dann die Einstellungen des neuen Controllers ein. Der Controller sollte die Konfiguration automatisch laden. Hier sehen Sie nun Ihr Array ESC zum Neustart.
Für den Fall, dass Sie nicht genau den gleichen Controller haben oder es keine Möglichkeit gibt, ihn zu ersetzen, wird Ihnen eine spezialisierte Wiederherstellungssoftware Hetman Raid Recovery helfen, den Zugriff auf Ihre Dateien wiederherzustellen. Hetman Raid Recovery unterstützt alle gängigen RAID-Typen, die meisten Testsysteme und verschiedene Arten des RAID-Aufbaus, viele RAID-Controllers-Modelle. Es ist in der Lage, ein zerstörtes RAID-Array auf Laufwerken wieder zusammenzusetzen und Ihnen zu helfen, Ihre wichtigen Dateien wiederherzustellen. Um Ihre Daten wiederherzustellen, müssen Sie die Laufwerke an das Motherboard eines Windows-Computers anschließen. Die Software wird automatisch das zerstörte Array aus den Laufwerken wieder zusammensetzen. Darüber hinaus ist das Programm in der Lage, RAID wiederherzustellen, auch wenn eine oder mehrere Festplatten fehlen, abhängig von der Ebene des Arrays wie RAID 5, 6 und deren Varianten. Wenn Ihr Motherboard nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, können Sie Adapter und verschiedene Karten verwenden, um die Anschlüsse zu erweitern. Nachdem das Array erstellt wurde, bietet Hetman RAID Recovery die Möglichkeit zu überprüfen, ob es im Disk Manager korrekt definiert ist. Dabei wird eine Zusammenfassung oder Array-Parameter angezeigt. Falls erforderlich, können Sie die Angeschafften des Arrays einsehen, anschließend einer Liste des Disks, aus denen das Array aufgebaut ist. Um eine Dateisuche zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, schnelle Suche oder vollständige Analyse. Die schnelle Suche nimmt weniger Zeit in Anspruch, daher wird empfohlen, die Analyse mit ihr zu beginnen. Wenn eine schnelle Suche nicht verfügbar ist oder das Programm die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie vollständige Analyse aus. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt Erneute Analyse, vollständige Analyse, geben Sie das Dateisystem an, weiter. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, können Sie den Ordner öffnen, in dem die wiederherzustellenden Dateien gespeichert waren. Eine Vorschau aller Dateien ist hier verfügbar, sodass Sie den Inhalt von Dokumenten, Fotos und sogar Videos überprüfen können. Die Software markiert außerdem zuvor gelöschte Dateien mit einem roten Kreuz. Markieren Sie alle Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, Datenträger und Ordner, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Sobald der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, werden alle Dateien in dem zuvor angegebenen Pfad gespeichert. So bietet die Hetman Raid Recovery Software eine effiziente und bequeme Möglichkeit, Daten von einem nicht funktionierenden RAID Array auf einem 3W9650SE4L-PML Controller wiederherzustellen, auch wenn Sie nicht genau denselben Controller oder Zugang zu Hardware-Ressourcen haben. In manchen Situationen kann es vorkommen, dass die Software das RAID im automatischen Modus nicht aufbauen kann. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass Serviceinformationen auf den Datenträgern überschrieben wurden, sodass die Software die Parameter des zerstörten RAIDs nicht bestimmen kann. In solchen Fällen hilft der RAID-Builder mit manueller Erstellungsfunktion. Der Konstruktor hilft, wenn der Anfang der Disk, wo alle Informationen mit den Array-Parametern gespeichert wurden, gelöscht wird. Dies kann passieren, wenn Sie die Disk an einen anderen Controller anschließen und die vorherige Konfiguration löschen oder das RAID neu aufbauen, bevor Sie die Disk initialisieren. Nach der Initialisierung werden die Daten vollständig gelöscht. Wenn Sie die Parameter kennen, starten Sie den Konstruktor. Wählen Sie hier die Option Manuelle Erstellung weiter. Geben Sie den Array-Typ, die Blockreifenfolge und die Größe an. Fügen Sie die Scheiben hinzu, auf denen es besteht, und füllen Sie die fehlenden mit leeren Scheiben, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Eventuell müssen Sie auch den Versatz angeben, in dem sich der Anfang der Disk befindet. Sie müssen auch die Reifenfolge der Laufwerke angeben. Wenn Sie hier alle bekannten Parameter angegeben haben, sehen Sie Ihr RAID. Wenn die Parameter korrekt angegeben sind, erwarten Sie es und die Ordner erscheinen hier. Nachdem Sie die Parameter eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Danach wird das RAID im Disk Manager erscheinen. Führen Sie anschließend die Analyse durch, suchen Sie nach Dateien und stellen Sie die gewünschten wieder her.
Wir haben uns also mehrere Optionen für die Wiederherstellung von Daten aus einem zerstörten RAID angesehen, wenn der Controller ausfällt. Wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie den ausgefallenen Controller durch einen ähnlichen Controller ersetzen. Wenn das nicht möglich ist, können Sie die Wiederherstellungssoftware Hetman RAID Recovery verwenden. In beiden Fällen ist es wichtig, an die Notwendigkeit regelmäßiger Datensicherungen zu denken. Backups helfen bei der Wiederherstellung von Daten im Falle eines Controllers-Auffalls oder anderen unvorgestellten Situationen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss.